Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Dieser Spruch, Hohes Haus, wurde vor wenigen Tagen neu geschrieben. Wenn eine die Wahrheit ausspricht, dann kann sie was erleben. Frau Wiesinger, Herr Bundesminister, hat als Ombudsfrau Missstände aufgezeigt, Fehlentwicklungen angesprochen und wurde dafür vom System Kurz beinhart bestraft. Noch vor einem Jahr, Herr Bundesminister, haben Sie, die Frau Wiesinger, ganz mit Stolz der Öffentlichkeit als neue Ombudsfrau präsentiert. Und nun zeigt sich aber offenbar, dass man hier überhaupt und nicht das geringste Interesse daran hat, eine weisungsfreie und unabhängige Ombudsstelle in Ihrem Ministerium zu schaffen. Sie diente lediglich zur Imageaufbesserung der österreichischen Volkspartei. Herr Bundesminister, Sie wurden bereits darauf angesprochen. Sie haben zwar der Frau Wiesinger sozusagen, Sie haben die Frau Wiesinger bestraft, weil sie ihre Meinung niedergeschrieben hat. Sie haben aber zu den Attacken auf die Meinungsfreiheit, auf die Freiheit der Lehre, auf die Angriffe durch den linksextremen Mob an der Universität Wien bis vor 10 Minuten gar nichts gesagt. Man hat hier kein Wort davon von Ihnen gehört. Jetzt sprechen Sie darüber, weil wir Sie mit dieser Aktuellen Stunde dazu gezwungen haben. Und Sie haben hier ganz offenbar ein Problem mit der Meinungsfreiheit, und zwar ein doppeltes Problem, wo Sie hier mit zweierlei Maß messen. Einerseits sind Sie untätig und andererseits, und das wissen wir ja noch aus der Zusammenarbeit in der Koalition, waren Sie immer einer, der gerne gebremst hat, wenn es darum gegangen ist, Fehlentwicklungen aufzuzeigen, wenn es darum gegangen ist, totalitäre Tendenzen zu bekämpfen. Dahinter, Herr Bundesminister, steht aber in Wirklichkeit nichts anderes als die pure Angst davor, dass man uns Freiheitlichen hier in die Hände spielen könnte. Frau Wiesinger macht ja nichts anderes in Ihrem Buch, aber auch in Ihrem Bericht, dass sie eben diese Missstände aufzeigt. Und sie schreibt hier unter anderem wörtlich: In allen Bundesländern entscheiden Religion, Kultur und Migration darüber, ob ein normaler Unterricht möglich ist. Und das sind die Probleme, die wir heute im Schulalltag vorfinden. Und hier müsste man handeln, und Sie tun es nicht, Herr Bundesminister. Ich gehe davon aus, und davon kann man ausgehen, dass diese schwarz-grüne Regierung hier die Probleme unter den Teppich kehren und vermutlich nur ein paar kosmetische Korrekturen vornehmen wird. Das ist es aber nicht, was wir brauchen, sondern wir brauchen eine Politik, die die Probleme erstens einmal zur Kenntnis nimmt, die sie aufgreift und die versucht, dann auch Lösungen zu bieten und zu finden. Und wie gesagt, Herr Bundesminister, hier sind Sie unfähig zu handeln, hier tun Sie nichts. Aber um Ihnen weiterzuhelfen, wir haben heute sozusagen ein Maßnahmenpaket an Forderungen, die wir in der heutigen Sitzung einbringen werden, die allesamt der Förderung der Integration an unseren Schulen dienen sollen, weil das und hier die größten Probleme liegen. Schule ist ein Ort der Bildung, Schule ist ein Ort des Erlernens sozialer Fähigkeiten, Schule ist ein Ort und auch der Schlüssel zur Integration, und Schule ist mittlerweile auch ein Ort, an dem man massiv gegen den politischen Islam auftreten muss und auftreten soll. Einer unserer Anträge, Herr Bundesminister, betrifft Deutsch am Pausenhof. Wie gesagt, Schule ist ein Ort der Bildung und die deutsche Sprache ist ein eminenter Teil für Integration. Sie ist ein eminenter Teil, dass unsere Kinder hier auch soziales Verhalten entsprechend lernen. Und wir appellieren hier, diese Forderung auch umzusetzen, in ein Gesetz zu gießen, dass Deutsch als Pausensprache genutzt werden muss. Und erst vor wenigen Tagen wurde eine Grafik auf Addendum veröffentlicht, die veranschaulicht, wie eklatant hier die Probleme sind, Herr Bundesminister. 59%, ich spreche hier von Wien, weil Wien das eklatanteste Beispiel ist, 59% aller Volksschüler in Wien sprechen im Alltag nicht Deutsch. Das sollte uns zu denken geben. Im Österreich-Durchschnitt sprechen 31% aller Volksschüler nicht Deutsch im Alltag. Ich spreche nicht vom Unterricht, ich spreche vom Alltag. Und hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ein weiterer Antrag betrifft den Ethikunterricht, Frau Kollegin Hammerschmidt. Auch hier sind wir der Meinung, dass der Ethikunterricht ausgeweitet werden muss als Alternativgegenstand an den Schulen der Sekundarstufe 2, also an den Oberstufen hier eingeführt werden soll. Es gibt seit den 90er Jahren dazu Schulversuche, diese wurden aber
bislang, wie gesagt, nicht in den Regelunterricht übergeführt. Und hier beantragen wir diese, ich komme zum Schlusssatz, Herr Präsident, hier beantragen wir eben die Einführung des alternativen Ethikunterrichts. Und auch das Kopftuchverbot werden wir heute erneut wieder beschließen. Ich wundere mich nur, Herr Professor Daschner, dass Sie plötzlich das Kopftuch heute hier verteidigen, obwohl Sie noch ein flammender Redner für dieses Kopftuchverbot gewesen sind. Es geht darum, wie gesagt, dass Bildung, ich komme zum Schlusssatz, dass Bildung nicht dem tagespolitischen Hickhack überlassen wird, dass unsere Schulen sehr frei sind von parteipolitischem Einfluss. Und dafür stehen wir als Freiheitlich und dafür steht die FPÖ. Zu Wort gemeldet ist die